Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Deich. Wir spielen den Landwirtschaftssimulator und das ist die Map Butchern vom guten Kalle. Wir sind jetzt hier in der Silageproduktion. Ihr seht es, beide Fahrsilos sind fast randvoll. Und er hier ist schon bei 100%. Das heißt, mit knapp 100.000, 96.380 Liter ist er fast voll. Voll eigentlich noch nicht. Hier würde schon noch ein bisschen was reinpassen. Aber wir haben nicht mehr Material. Also das heißt, wir können den hier abdecken. Und bei dem Silo haben wir ein bisschen mehr drin, nämlich 144.000. Und wir werden jetzt hier mit dem Glas nochmal ein bisschen drüber fahren. Obwohl ich sehe ja gerade, es ist bereits komplett verdichtet. Das heißt, wir können hier rausfahren. Wunderbärchen. Und auch das Silo können wir abdecken und haben dann also jede Menge Material für den Winter zum Verkaufen. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen Geld dann hoffentlich im Winter hereinkommen, denn wir haben es dringend nötig hier in diesem Projekt, denn wir fangen ja wirklich, ja wie es so schön heißt, bei Null an. Das heißt, wir haben fast unser ganzes Geld ausgegeben, haben noch über 300.000 Schulden auf der Bank, einen Kredit und wir haben ja kein allzu große Einkommensmöglichkeiten, eben unsere Kühe, unsere Hühner, aber das ist alles noch am Anfang. So, jetzt schmeißen wir das Ding hier erstmal hier ab. Den Schieber, den machen wir auch mal irgendwo hier hin, das stört nicht. So, denn ich habe jetzt noch was anderes, nämlich einen Auftrag. Huch. So, nehme ich einen Auftrag, den ich noch schnell hier abarbeiten möchte. Und ihr wisst es vielleicht noch in der letzten Folge, haben wir Baumwolle geerntet. Aber nicht mit den klassischen Baumwollerntern, sondern hier mit diesem Holmer, so ist es richtig, mit diesem modifizierten Holmer. Und ich war ja ein bisschen am, skeptisch, ob das überhaupt funktioniert, wenn der ja hier gar keine Ballen oder was ähnliches macht. Aber naja, gut, es funktioniert und deswegen habe ich auch gleich noch den zweiten Auftrag entgegengenommen, um auch noch dieses Feld hier abzuernten. Eines der größten Felder hier auf der Map, zusammen mit dem da hinten, das dürften welche der größten sein. Wir schalten mal ihn hier ein. Springen mal rüber hier zu unserem Landini. Ist das so? Ne, New Holland. Der Landini war was anderes. Okay. Sodele. Und den müssen wir erstmal ausklappen. Das ist nämlich wichtig, denn zuerst habe ich einen kleinen Schock bekommen, weil ich war mir nicht sicher. Ich meine, ich habe nachgesehen, Baumwolle sollte gehen. Das ist übrigens auch der Überladewagen, den wir auf der Galgenberg verwenden, um mit dem Häcksler zu arbeiten, um dann eben mit Abfahrern. Da könnt ihr dann natürlich auch, oder das, die Folge müsstet ihr eigentlich auch schon gesehen haben, wenn hier diese erscheint. Wie gesagt, auf der Galgenberg mit dem Häcksler haben wir diesen Überladewagen auch benutzt. Und ja, ist schon ein Mordsapparat, schon ganz schön knifflig, aber da geht eben alles rein. Da kann man ein bisschen tricksen. Aber ihr seht es jetzt, wenn ich da ranfahre, dann will er nicht überladen. Was auch fast klar ist, denn wir müssen den erstmal ausklappen. Und dann wird hier kräftig übergeladen. Das geht dann sehr ratzfatz zügig. Sehr schön. So. Dann können wir ihn hier wieder ausschalten. Und dann fahren wir damit. Lass mich kurz überlegen. Oh ja, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, weil wir müssen damit zur Spinnerei. Und das ist auch nicht ganz so easy. Hier übrigens auch eine Kuhweide, eine Außenweide, die man dann auch noch kaufen kann. Da stehen auch schon die ersten Tierchen drin. Wer sich auch jetzt wirklich darum kümmert, auch immer. So, lasst mich mal überlegen. Wie machen wir das? Ach, wir fahren einfach so rum. Einmal hier quer übers Feld, hätte ich beinahe gesagt. Naja, ist eigentlich nicht so, sondern wir fahren eher außen rum. Da vorne am Industriepark vorbei und dann an der BGA. Zur Spinnerei. So, Dele. Wie gesagt, der Anhänger ist schon ganz schön groß. Ein Dreiachser. Und da müssen wir jetzt ein kleines bisschen tricksen. Ich bin noch mal gespannt, was jetzt bei rumkommt.
und ob sich das wirklich rentiert hat. Denn wie gesagt, wir haben ganz schön Schulden auf der Bank und es wäre natürlich nicht verkehrt, könnten wir hier ein bisschen was abbezahlen. Und als nächstes will ich eigentlich auch noch unser Grasfeld kalken und düngen. Das müssen wir nämlich auch machen hier vor dem Winter, damit wir auch da etwas die Erträge steigern. Und was auch vor allen Dingen ganz, ganz wichtig ist, und ihr wisst ja, mir ist das immer besonders wichtig, dass wir, wenn wir natürlich mit Precision Farming spielen, den Umweltbonus dann auch ein bisschen nach oben bringen. Und deswegen müssen wir unser Grasfeld auf jeden Fall kalken. So, jetzt müssen wir schauen, wie wir hier wieder reinkommen. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Dann müssen wir hier ausklappen, ohne hier am Baum hängen zu bleiben. Ja, und jetzt müssen wir ins allerletzte Eck reinfahren. Ja, und schon bleiben wir irgendwo hängen. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen tricky. Aber irgendwann findet er den... jetzt so ein bisschen hier an der Ding. Und jetzt müsste es klappen. Wenn man im äußersten Eck ist, kommt man mit dem Teil tatsächlich hin. Und wir sehen, Lohndienstleistung abgeschlossen. 7.400 verkaufte Produkte. Umweltbonus 589. Also das hat sich doch gelohnt. Und wir werden jetzt auch noch natürlich die Aufträge abschließen. So, wo seid ihr, die beiden Aufträge? Hier, abgeschlossen. Ah, einen habe ich schon abgeschlossen. Also das heißt, den hier müssen wir noch abschließen. Und dann war es das auch. Ah, da kam jetzt ein neuer hinzu. Grubbern auf Feld Nummer 9. Okay, das könnten wir doch eigentlich so by the way auch machen, oder? Ja, hier müssen wir natürlich Hand anlegen. Feld Nummer 9. Lass mich mal schauen, wo ist denn jetzt wieder Feld Nummer 9? Ach, das ist das, wo wir, glaube ich, die Zuckerrüben geerntet haben. Oder war hier die Baumwolle drauf und hier waren die Zuckerrüben? Nee, umgekehrt. Hier war die Baumwolle, da waren die Zuckerrüben. Ja, also im Prinzip, wir sind jetzt bei 32.000 und wir schauen mal ganz kurz nochmal rein in unsere Preise, beziehungsweise ihr seht jetzt also, wir haben Lohnzahlungen 4.000 Euro gehabt, da war aber natürlich auch noch die Arbeiten auf unserem Feld mit dem Mähen dabei, haben aber über die Lohndienstleistungen doch 18.000 gemacht und solange wir ja eigentlich mehr Plus machen oder mehr einnehmen, als dass wir ausgeben, zum Beispiel durch die Helfer, ist ja eigentlich alles im grünen Bereich. Ich würde jetzt sagen, einfach spaßeshalber, nee, hier, wir nehmen dieses Grubbern an, leihen uns natürlich dazu die Geräte aus. So, ist da irgendwo ein Gewicht? Nee, da brauchen wir anscheinend kein Gewicht. Und dann können wir den nämlich hier auch losschickern. Losschickern. Sudele. Dann geht's auf zu Feld Nummer 9. Dann werden wir da ein bisschen Vorgewende fahren und anschließend schauen wir dann mal, wie gesagt, mit unserem Spezialgerät, mit dem wir düngen und kalken können, ob wir auf jeden Fall ein bisschen Kalk einkaufen können. Ich bin da mal gespannt, weil Kalk ist ja doch immer im Verhältnis sehr, sehr teuer. Und wir haben ja gesagt, dass wir hier nicht mit eigenen Einkaufsstationen oder irgendwelchen ähnlichen Sachen arbeiten. So, da müsste doch das Feld sein, oder? Jo, dann mal ausklappen. Oh ja, das ist was Größeres. Das ist doch was Größeres. Ja, da fahren wir doch hier erstmal das Vorgewende. Sehr schön. Ja, der schafft was weg. Der schafft was weg. Den kann man wenigstens auch ordentlich rumfahren. Ah, da vorne müssen wir um die Kurve rum. Okay. Aber dann können wir trotzdem, glaube ich, den Helfer losschicken. Denn wenn wir das Vorgewende gefahren haben, dann müsste er doch eigentlich sein Zeug selber finden. Und den Rest können wir ja dann auf jeden Fall von Hand machen. Oh, 10% haben wir schon geschafft.
da vorne können wir schön in die Kurve, dann da rum und dann lassen wir den Rest den Helfer fahren. Ja, und wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, also der gute Kalle hat ja die Alte Eiche jetzt veröffentlicht, beziehungsweise jetzt im Mod-Hub die Alte Eiche. Und wenn ihr den Stream gestern gesehen habt, weil das Video müsste jetzt am Mittwoch ja online gegangen sein, und ihr den Stream gestern gesehen habt, dann werden wir jetzt zukünftig die neue Map vom Kalle, nämlich die Alte Eiche, zocken im Stream. Die Galgenberg muss jetzt ein kleines bisschen zurückstecken. Da werden wir dann zukünftig ein paar Videos machen, aber nicht komplett das Projekt aufgeben, weil da haben wir einen schönen guten Fortschritt, haben ordentlich auch Produktionsketten aufgebaut, haben mehrere Höfe aufgebaut mit Tieren, mit Schweinen, mit Kühen, mehreren Kuhställen. Und da will ich natürlich auf jeden Fall auch weitermachen. Aber es wird einfach auch mal wieder an der Zeit, ein bisschen was Neues zu machen. Und hier die Butchern war ja so ein kleines bisschen, so will ich es mal sagen, zum Antesten, wie eben die Maps sind. Aber ihr wisst ja alle, die Frühling und die Rehbach, die sind ja auch vom Kalle und sind hervorragende Maps. Und auf die Alteiche, da war ich halt schon sehr, sehr gespannt. Und die werden wir eben dann zukünftig eine schöne, feine Map mit einigen Höfen eben zukünftig jetzt versuchen zu entwickeln im Stream bei mir auf dem Kanal. Wann und wie und so, da muss ich mir noch ein kleines bisschen Gedanken machen, aber ich denke, am Freitag, wenn wir da starten, werde ich dann eben was dazu sagen und da dürft ihr mit Sicherheit gespannt sein. So, das sollte jetzt hier klappen. Mit dem Vorgewende, denke ich, passt das. Das heißt, wir rennen mal. Ja, ich überlege jetzt gerade. Wartet mal. Warte. Ich spring mal, weil die Sache ist mit diesem John Deere, der natürlich günstig war und für den Hof nicht verkehrt, der aber ja eben zum Beispiel vorne keine Zapfwelle hat. Und im Wesentlichen halt prädestiniert ist für die Grasarbeit mit dem Wender und dem Schwader. Ich muss jetzt gerade mal schauen, ob der von der Größe, nämlich dann mit unserem... Ja, ich glaube, das könnte klappen. Das könnte klappen. Denn, wie gesagt, wenn man zum Beispiel den dranhängt an den Futtermischer, dann kriegt er ein echtes Problem. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem PS zu tun. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob der jetzt auch hier so ein bisschen rumbockt. Ja, so sehen wir es vielleicht besser. Ja, wunderbar, das klappt hervorragend. Also, der Kollege ist gerade leer. Der Kollege ist leer, dann fahren wir mal los zum Händler des Vertrauens und werden mal ein bisschen Kalk einkaufen. Und dann werden wir das Feld kalken. Also schauen wir mal, wie weit wir kommen. Denn die Ressourcen sind ja nicht unendlich. So, wir tuckern gemütlich mit dem Johnny und 32 km/h zum Händler. Und dabei werden wir mal ganz kurz rechts rüberschauen. Nicht auf dieses Feld, aber aufs nächste, wo unser Deutz mit dem Grupper unterwegs ist. Unser Lohner. Ja, rechts oben tickern die Euro nur so runter. Ja, da kommt er wieder, hervorragend. So, dreimal zur Begrüßung gehupt. Na also, das klappt doch. Und dann wird es auch gar nicht mal allzu viel zu tun geben im November. Und die restlichen Monate, da schauen wir, dass wir zügig durchs Jahr kommen, werden uns natürlich um unsere Kühe kümmern. Und die Kühe, die wir ja in diesem Tunnelstall oder wie auch immer dieses Ding heißt, in diesem ja, Tunnelschlauch, wie auch immer, Rundbogenstall, auf jeden Fall die drei Kühe, da bin ich am Überlegen, ob wir die eben verkaufen oder ob wir uns dann kurzen Transporter mieten und die zum Hof bringen. Ich bin am Überlegen, ich weiß es noch nicht. Denn auf Dauer macht es eigentlich wenig Sinn, dass wir da hinten die Kühe haben, die drei Stück, zumal sie nur drei Stück sind. So, wir sind da. Da vorne ist eigentlich der Einkauf, gell? Sehr schön. So, dann schauen wir mal. Big Bag, Palette, ist eigentlich kopfsbeküpft, oder? So, da sind 1000 Liter drin.
1000 Liter hier. 2000 für 350. Für 350 ist das gar nicht so teuer. Okay, Big Bag ist auf jeden Fall billiger, ne? Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel eigentlich in den Anhänger reinpasst. Ich glaube 8000 oder sowas. Das werden wir in Erfahrung bringen, wenn wir hier mal schauen. Aber ich glaube, den habe ich nur gemietet. Ach, da passen nur 3800 Liter rein. Okay. Ja, und wir haben den gemietet. Das heißt, wir können den nicht aufpimpen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, den konnte man ein bisschen pimpen. Naja, okay. Egal, egal, egal. Wir werden zwei Bags nehmen. Da machen wir die Hütte voll. Stopp. So. Sudele, sudele. Da sind die zwei. Aber der macht hier echt gute Dienste, das kleine Teilchen. Muss man schon sagen. Bin ich fast am Überlegen, ob wir uns den anschaffen. So, weil das, was der Kalk jetzt gekostet haben, das kriegen wir auf jeden Fall über den Lohner rein. Das heißt, dann können wir ja auf jeden Fall nochmal vorbeifahren, wenn der Kalk nicht reichen sollte. Wir werden es gleich sehen. So, es ist voll und es ist noch ein bisschen da. Also zurück zum Hof, zurück zur Wiesen. Und damit meine ich nicht die in München. So, gemacht, gemacht. Entschleunigt mit 32 km/h auf unserer Map für das Projekt am Deich. Die gute Butchern. Dann schauen wir mal, wie weit wir nächstes Jahr kommen. Denn natürlich wäre hier die Option, früher oder später hier auf die Schafe zu gehen. Denn Futter haben wir jede Menge. Und ansonsten ist es ja immer eine sehr genügsame Geschichte mit den Schafen. Die brauchen eigentlich mit am wenigsten. Liefern jetzt natürlich jetzt auch nicht die Menge an gut, aber man muss auch sagen, das ist ja ein bisschen mit den Hühnern ähnlich. Also wenn man natürlich eben nur, ich sage mal, 40, 50 Stück hat bei 360, wenn die Hütte voll ist, natürlich klar, dann geht auch die Eierproduktion einigermaßen gut. So, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Jetzt sind wir schon an dem Feld vorbei. Ja, okay, okay, okay. So, dann schauen wir mal. Die Ausbringweite oder die Arbeitsbreite ist jetzt bei dem Gerät nicht die größte. Achso, den muss man auch noch ausklappen. Ach, das ist ja eine Kleinigkeit. So. Aber es tut sich was. Und jetzt wollte ich gerade mal gucken. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Nicht so schnell. Wir schauen noch mal ganz kurz in die Umweltbewertung. 76, das sind 8%. Das haben wir auch vorhin gehabt. So, jetzt schauen wir mal. Okay, pH-Wert 12,7. Naja, ich denke, vielleicht kriegen wir es noch mal 1% hoch. Das Thema ist natürlich Unkraut, schwierig bei Gras. Und die Bodenbearbeitung will ich mir ja auch schenken, weil warum sollen wir das Ganze jetzt ummodeln, gruppern oder sonst was? Weil wir ja dann anschließend auch wieder ansehen müssten und eine Saatmaschine und das alles haben wir nicht. Also denke ich, wenn wir am Ende irgendwie vielleicht auf 9 oder 10% kommen, dann haben wir das Maximum ja schon fast erreicht. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ob sich rechts oben was gemeldet hat. Ob sich was gemeldet hat, wie viel Prozent wir denn jetzt auf unserer Lohndienstleistung haben. Ja, da geht schon ein bisschen was raus. Wir sind schon bei 79. Ja, ja, okay, da würden wir mit Sicherheit 2 oder 3 Ladungen bringen oder brauchen. Ja, wir sehen es auch da unten auf der Karte natürlich ganz klar. Es ist ziemlich gelb. Ja, jetzt wird es ein bisschen weniger. Wir brauchen etwas weniger Kalk. Ich glaube, im Orangenen müsste es dann auch wieder etwas weniger werden.
Wir sehen es gleich. Ah, ja, er schlägt jetzt ein bisschen nach unten aus. Okay. So, 60%. Aber für die Arbeit ist der Johnny wirklich hervorragend geeignet. Weil natürlich das Gerät jetzt wirklich nicht so viel Material fasst. Und dann kommt er natürlich mit seinen, ich weiß gar nicht, wie viel PS er hat, 100 oder sowas. Dann kommt er ja gerade gut hin. So, wir sind bei 50. Also ich denke, ich werde auf jeden Fall nochmal eine Fuhre holen. Und vielleicht kommen wir ja auch mit zwei Fuhren hin. So, jetzt fahren wir mal hier hoch erstmal. Weil dann können wir auf jeden Fall mit dem Helfer losfahren. Naja, 42%. Sehr schön. Dann schicken wir mal den Helfer los. Und dann schauen wir nämlich, was unser Lohn... Ach, der ist ja auch schon fast durch, oder? Der ist doch fast durch. 91%. Okay, an der Stelle werden wir jetzt hier ein bisschen übernehmen müssen. Machen wir das nämlich hier noch schnell fertig. Ja, und wie gesagt, also wenn das Feld dann gekalkt ist, weil gedüngt habe ich es, glaube ich schon. Ich weiß es gar nicht, ich muss da jetzt nochmal gerade gucken. Aber nee, ich glaube, gedüngt ist es noch nicht. Ich wollte es jetzt diesmal erstmal kalken. Und dann schauen wir mal, wie viel Mist da ist. So, der Helfer hat natürlich seine Arbeit beendet, weil logischerweise leer ist höchstwahrscheinlich. So, ich glaube, so müsste das einigermaßen passen, ja? 96%, dann machen wir das hier noch ready. Und dann haben wir auch schon wieder ein bisschen Geld verdient. Und können auf jeden Fall die Kosten, die jetzt anfallen, wieder decken. Und die Lohndienstleistung ist abgeschlossen. Da sind wir doch genau hingekommen im Prinzip. Da sind wir doch genau hingekommen. Machen wir noch schnell ein Thumbnail. So, das machen wir weg. Das machen wir weg. Und dann hauen wir hier schön so ein bisschen um 14.11 Uhr. Ist es schon ganz schön dunkel hier im November. Aber das passt so. Machen wir noch schnell ein Foto. Und wir schließen die Lohndienstleistung ab. Abschließen 2.500, ist 2.000. Abzüglich der Lohnkosten, denke ich, haben wir auf jeden Fall den Kalk drin. Und das ist natürlich hervorragend. Herz allerliebst. Und mit dem Kollegen fahren wir jetzt mal rüber. Ach, da wäre sogar noch was drin gewesen. Ja, okay. Dann machen wir das hier schnell noch leer. Dann machen wir das schnell hier noch leer, indem wir hier einfach so lang fahren. Sehr gut. Und ich sage an der Stelle wieder mal recht herzlichen Dank fürs Zusehen hier auf unserer Map Butchern im Projekt Am Deich. Bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer. Tschüss, ciao, euer Baden-Farmer.